Hallo und guten Tag. Manchmal stößt man auf Datensätze, auf Tabellen, die man vielleicht gerne verwenden möchte, wie hier für den Seriendruck oder hier für die Berechnung, aber sie sind leider so angelegt, dass ich sie gar nicht verwenden kann. Für den Seriendruck Müller, Lieschen kann ich so nicht brauchen. Und Lieschen Müller in 1 kann ich auch nicht brauchen. Im Adressblock habe ich vielleicht stehen Frau Lieschen Müller, aber unten habe ich nur sehr geehrte Frau Müller. Dann hätte ich das Lieschen zu viel. Also ich muss das trennen. Und hier, Länge mal Breite, kann ich schon gar nicht rechnen, wenn hier steht 3 mal 9 in einer Zelle. Ich muss das also trennen. Und dafür hat Excel natürlich auch eine ganz tolle Lösungsmöglichkeit. Ich markiere diesen Bereich und ich bin im Register Daten und hier gibt es Text in Spalten. Getrennt. Es gibt eine feste Breite und getrennt. Und ich habe festgestellt, ich brauche eigentlich immer dieses getrennt hier. Da gehe ich hier mal auf Weiter. Dann fragt mich das Programm, wo ich trennen möchte. Bei Tab-Stops, nein, die habe ich nicht. Ich habe Kommas. Und sage nochmal Weiter. Und jetzt kriege ich hier schon die Vorschau, wie das aussehen soll. Und sage Fertigstellen. Jetzt schreibt mir Excel, hier gibt es schon Daten, möchten Sie diese ersetzen? Das liegt daran, weil ich hier schon Rahmen gesetzt habe. Deswegen denkt Excel, da sind schon Daten drin, sind aber nicht. Kann ich also mit OK bestätigen. Und dann habe ich hier Müller und Lieschen getrennt, kann das verwenden. Wenn ich das hier machen möchte und möchte das trennen, dann habe ich nämlich jetzt wirklich dieses Problem. Hier muss ich übrigens beim Leerzeichen trennen. Dann habe ich nämlich wirklich das Problem. Wenn ich jetzt hier sage Fertigstellen und das Programm fragt mich, ob ich die ersetzen möchte, dann sind meine Wohnorte weg. Also das hat hier nicht funktioniert. Wenn Sie also das haben, dass hier direkt die nächste Zelle schon was hat, die nächste Spalte, dann müssen Sie sich einfach nochmal mit Steuerung plus eine neue Spalte holen. Und dann funktioniert auch das, denn Excel braucht hier fürs Trennen immer die entsprechenden leeren Spalten. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das trennen und ich möchte das wieder bei dem Leerzeichen trennen und fertigstellen, dann kriege ich zwar wieder die Frage, dadurch, dass ich hier schon diesen Rahmen gesetzt habe, aber ich kann jetzt problemlos mit OK bestätigen und habe auch hier mein Lieschen Müller getrennt. Und wenn ich so eine Berechnung machen möchte, dann kann ich das auch machen. Ich kann das also auch trennen. Ich trenne das auch wieder. Und zwar bei den Leerzeichen auf Weiter und Fertigstellen. Kriege hier auch wieder die Meckermeldung, weil hier der Rahmen ist. Wäre der nicht, würde ich auch die Meldung nicht kriegen. Und jetzt habe ich das schön getrennt. Jetzt kann ich nämlich hier hinten zum Beispiel sagen, nimm doch bitte diese Zelle mal der Zelle. Und dann rechnet das Programm. Und wenn mich diese stört, könnte ich in dem Fall das ja wieder ausblenden. Dann hätte ich also meine Berechnung, die ich so machen könnte. Also manchmal ist es wirklich ganz, ganz sinnvoll, einfach mal zu gucken, was hat Excel denn für Möglichkeiten, damit ich auch Tabellen verwenden kann, die für mein Vorhaben, für meinen Plan eigentlich ungünstig angelegt sind. Aber es gibt so viele Möglichkeiten in Excel und auch hier gibt es die Möglichkeit und dann kann man es hier für den Seriendruck und hier für Berechnung verwenden. Ich denke mal, dem einen oder anderen sind bestimmt schon graue Haare gewachsen bei solchen Tabellen. Ich hoffe, die gehen jetzt wieder aus und färben sich normal wieder ein. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Danke und tschüss.